Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem Milliardenprogramm will die DDR-Regierung die Landwirtschaft aus der Absatzkrise führen. Der Ministerrat in Ost-Berlin beschloss heute Anpassungshilfen für Bauern und die verarbeitende Industrie in Höhe von 1,65 Milliarden Mark. Darüber hinaus wird erwogen, die Umsatzsteuer auf landwirtschaftliche Produkte vorübergehend zu streichen und den innerdeutschen Agrarhandel völlig freizugeben. Die derzeit geltenden Kontingente können die Warenströme zwischen der DDR und der Bundesrepublik nicht im Gleichgewicht halten. Der Chef persönlich nahm die Sache in die Hand, um ein Problem zu entschärfen, das dem zuständigen Fachminister Pollack aus den Händen glitt. Die prekäre Situation in der Landwirtschaft der DDR. Vor dem Hintergrund drohender Kampfmaßnahmen verabschiedete heute die Regierung ihr Sofortprogramm. Auf den Nägeln brennt den etwa 800.000 LPG-Bauern der Absatz von Getreide, Milch und Schweinen. In der nächsten Woche werden etwa 40.000 bis 50.000 Schweine exportiert werden können und in dieser Größenordnung weiter bis zum Jahresende, sodass die Abnahme auf diesem Gebiet als gesichert anzusehen ist. Das Getreide, das demnächst geerntet wird, will der Staat aufkaufen. Immer noch ein großes Problem in der DDR-Landwirtschaft, die Veredelung ihrer Produktion. Hier setzt die Regierung auf Kooperation. Milch wird in die Bundesrepublik geliefert, dort verarbeitet und dann dem DDR-Kunden freundlicher verpackt, beispielsweise als Käse angeboten. Für die LPGs, die in akuten Nöten sind, wird im Landwirtschaftsministerium ein Beratungstelefon eingerichtet. Die Vertreter der Bauernverbände, mit denen Lothar de Maizière heute zusammenkam, erkannten die Bemühungen der Regierung an. Weil die Vorschläge und Maßnahmen, die heute unterbreitet worden sind, ein Ausweg sind, der die Zukunft, wie schon erwähnt ist, sichern kann, aber es muss greifen, diese Maßnahmen, und davon wird es abhängen, ob wir Maßnahmen einhalten oder nicht. Das heutige Sofortprogramm löst nicht alle Probleme in der Landwirtschaft der DDR. Aber es eröffnet den Bauern immerhin für die nächsten Monate eine Perspektive, gibt ihnen Luft, die notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen einzuleiten. Die angedrohte Vernichtung von Getreide, von Fleisch, das wäre ein Skandal gewesen, für den die Regierung de Maizière die Verantwortung nicht übernehmen wollte. Mit dem Streit um den Beitrittstermin wird sich noch heute Abend in Ost-Berlin eine Koalitionsrunde befassen. Die Liberalen und die SPD wollen den Beitritt noch vor der ersten gesamtdeutschen Wahl und drängen auf eine Volkskammerentscheidung noch in diesem Monat. Dagegen besteht der CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident de Maizière, aus verfassungsrechtlichen Gründen darauf, dass zunächst einmal gewählt wird. Auf einer Fraktionssitzung seiner Partei, die in dieser Frage gespalten ist, soll de Maizière seinen Standpunkt gestern Abend noch einmal mit Entschiedenheit vertreten haben. Einige Abgeordnete werteten seine Äußerungen sogar als Rücktrittsdrohung. Richard Schröder, der nach der Volkskammerwahl im März für zunächst 4 Monate zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war, ist gestern Abend in seinem Amt bestätigt worden. Er erhielt 42 von 67 Stimmen. Seine Wahl war nicht unumstritten. Die Partei Linke hatte ihm eigenmächtiges Handeln vorgeworfen und einen Gegenkandidaten aufgestellt. Seinen Rücktritt erklärte Stefan Hilsberg, Geschäftsführer und Mitbegründer der DDR-SPD. Er begründete diesen Schritt damit, dass ihm im Zuge der Vereinigung mit der Bundes-SPD zunehmend Kompetenzen abhanden kämen. Ein Inspektionstrupp der Bundeswehr hat sich heute in der DDR auf die Suche nach dort vermuteten Chemiewaffen gemacht. Die 12 Bundeswehroffiziere besichtigten auf Einladung der Nationalen Volksarmee 2 der 7 Lager, in denen Giftgas liegen soll, nämlich Storkow und Brettin. Der erste Blick galt dem Labor des Chemischen Dienstes der Nationalen Volksarmee. Die 11 Fachleute der Bundeswehr machten Stichproben dort, wo sie wollten. Sie hatten freie Auswahl, das zu sehen, was sie sehen wollten. Nach Aussagen der Volksarmee liegen hier 705 Gramm Nervengas, 201 Kilogramm hautschädigender Kampfstoffe und 38 Gramm psychotoxischer Chemikalien. All dies zu Übungszwecken, zu Abwehrübungen gegen einen Giftgaskrieg des Westens. Kein Kampfgas also in Tonnenmengen, wie die Presse schrieb. Eingeladen waren die Offiziere der Bundeswehr vom Verteidigungsministerium der Volksarmee, um Vertrauen zu schaffen auf die Zukunft einer gemeinsamen Bundeswehr. Überprüft wird nur der Ist-Zustand. Überprüfbar ist nur sehr schwer, ob die NVA im Besitz von Kampfgas war oder ob die Sowjetarmee auf DDR-Boden noch Kampfgase hält.
So kontrollieren die Spezialisten der Bundeswehr all die Orte, an denen man noch einen Nachweis der Lagerung von C-Waffen erbringen kann. Bisher allerdings gibt es noch keine Indizien. Die Kontrollen gehen weiter. Der Chef der chemischen Abteilung der NVA dementiert, dass die Volksarmee jemals im Besitz größerer Mengen von Giftgas war. Bei der Lage und bei den Ideen wurden natürlich Varianten eingespielt, die davon ausgingen, dass chemische Kampfstoffe oder Kernwaffen eingesetzt wurden und dass diese Truppen zur chemischen Abwehr zum Einsatz kamen. Sie haben aber nie bei diesen Übungen mit Originalstoffen gewirkt. Die Sowjetunion und Ungarn nehmen als erste Staaten des Warschauer Paktes diplomatische Beziehungen zur NATO in Brüssel auf. Sie akzeptierten ein Angebot des Londoner NATO-Gipfels, das Generalsekretär Wörner unterbreitet hatte. Die beiden Staaten werden sich zunächst von den Botschaftern in Belgien vertreten lassen.